looks like Timaeus isn't here today. Saccharose. Oh, pardon me. Are you looking for Timaeus? Yeah. No, no. Just strange for him to not be around. Paimon always sees him standing here. I see. He was called away by Albedo a little while ago. I was called over to attend to the store. I'm Sucrose, Albedo's assistant. If you have any alchemy-related queries, you could always ask me. I do my best to help. Kein Grund, zu nervös zu sein. Das mit dem Selbstbewusstsein, jetzt noch einmal mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Ey, wenn das jemand zu mir sagen würde, das bringt mir gar nichts. Do I look nervous? My apologies. I don't get out too often. I'm usually in the laboratory, where there aren't many others to talk to. Soweit ich das gelesen habe, ist sie auch, schämt sie sich auch für ihre Ohren. Aber ich finde die voll süß, die Ohren. Da kann sie eigentlich stolz drauf sein. If you need any help, just call my name. If not, I'll be reading a book. Over there. Mm-hmm. Thanks. No worries. We're all clued up on the basics of alchemy, aren't we? Ja, wir finden schon zurecht. Hey, aren't you the legendary traveler? The one who repelled Storm Terror? Und ich verlange nicht mal was für meine Autogramme. Komm, sind wir mal ein bisschen angeberisch. Thank you. I've heard so many stories about you. Always wanted an opportunity to research you up close. What do you mean, research? Sorry, don't mind me. What am I saying? Still, you'd definitely be able to help Albedo. It is you, after all. There's that name again, Albedo! Is he also an alchemist in Mondstadt? Ich glaube, den Namen habe ich schon mal wo gehört. Apologies. I never introduced him. Albedo is the Knights of Favonia's chief alchemist. He's also Timaeus and my teacher. But Paimon's only ever seen Timaeus teaching alchemy. So that means Albedo is a teacher? Yes. He's dedicated himself to investigating the truth of this world, and has made many an important breakthrough. We often get alchemists coming to Mondstadt from all over Teyvat, seeking his help. They say that the subtlest of guidance from Mr. Albedo helps him to solve the most unfathomable of problems. Wow! Paimon didn't know he was such a big deal! Mm-hmm. Still, it seems that he's encountered a problem in his research recently. Every time I see him, he has a concerned look on his face. Mm-hmm. Ich glaube nicht, dass jemand mit seiner Intelligenz meine Hilfe brauchen würde. Ja, doch! Jetzt denk doch mal dran, dass du noch viel intelligenter bist! Mit meinem Wissen über Alchemie kann ich nur grundlegende Dinge. Nein, du kannst richtig viel machen. I'm sure that Albedo would love to hear about your incredible exploits. I know it would bring him lots of new inspiration. Albedo is a true gentleman. He'll be sure to pay you back in equal measure for helping him out. Kann er mich stärker machen? Was interessiert mich Paimon? Kann er Paimon nützlich machen? I don't see why not. Testing the limits of living beings' capabilities is one of Albedo's areas of research, after all. Albedo and Timaeus will be conducting research in the mountains right now. I'd love to take you both to see him, but somebody has to attend to the store. I'm afraid you'll have to go to the entrance to the pass and look for him by yourselves. Look out for a refined gentleman with the presence of a true scholar. And... sorry. That's the best I can do. You'll have to do your best. Hey! Worrying. We got this. The neighboring nation of Leon. Okay. Sucrose is a whole lot less nervous once she gets talking about alchemy and research, huh? Is that what all researchers are like? Keine Ahnung. Anyway, let's go and look for Albedo. Wo bist du überhaupt? Redest du gerade aus meiner Tasche? So. Ich hoffe wirklich, dass es heute mal nicht dazu kommt, dass ständig alles abkackt. Sister Rosaria, so here you are. Choir practice is about to...
I've told you already, I don't go in for that kind of thing. I've got more important matters to attend to. Ich habe schon mal gesagt, dass ich irgendwie finde, dass die unglaublich böse aussieht. Wieso kann man bei einem Stream die... Du kannst bei einem Stream die Wiedergabegeschwindigkeit ändern, weil du ja im Prinzip auch Teile vom Stream gucken kannst, die schon vor, was weiß ich, einer Stunde oder so gestreamt wurden, wenn der Stream schon so lange läuft. Und dann könntest du den Teil bis dahin, wo der Stream aktuell ist, halt in doppelter Geschwindigkeit gucken, dass du quasi zum aktuellen Stand des Streams aufschließen kannst. Wenn du in einfacher, normaler Geschwindigkeit guckst, könntest du ja nie wieder zum aktuellen Stand aufschließen. Deswegen kannst du das. Bei Twitch geht es nicht. Genau, bei Twitch geht das nicht, weil du nicht währenddessen einfach den Stream zurückspulen kannst. Bei YouTube kann man das einstellen, ob man das möchte, dass man das zurückspulen kann oder nicht. Ich glaube, das geht beides. Aber ich habe das ganz gerne drin für den Fall, dass irgendjemand das nachgucken möchte und so. But this event has commemorative significance. The church hopes that all sisters will be present. Hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause in my job description. Ja, Kyodai, hallo, dass du da bist. Also erstmal hallo. Und ja, ich hoffe das auch, dass diesmal alles problemlos läuft. Ich habe meinen Ethernet-Treiber aktualisiert. Vielleicht lag es ja daran, ich habe im Internet gelesen, dass das ein Problem sein kann. Weil es ist halt wirklich ein Problem, was nur beim Streamen aufgetaucht ist und sonst nicht. Beim normalen Zocken hatte ich das nicht. Es ist immer nur während des Streams passiert. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht mehr passiert. Ich habe den Ethernet-Treiber abgedatet und ich habe auch OBS einmal abgedatet. Ich hatte so eine uralte Version, vielleicht lag es auch daran. Ich hoffe, diesmal geht alles. I mean, sure, but... But what? You're the event organizer, aren't you? Do you not find it the least bit odd? What do you mean? This far out from Mondstadt at this hour? Even if you set out right now, I'll wager you'd still miss the opening ceremony. Who knows? Maybe this is someone's grand plan to make a fool out of you. Huh? Well, that can't be. People aren't like that. Evidence decides what people are like, not your feelings. Maybe you're a little too trusting of other people. Ja, Leute sind nicht so. Leute machen ständig Scheiße. Leute hintergehen ständig andere Leute. Leute wollen ständig irgendwem schaden. Ist halt so. Don't fret. Nobody's gonna blame you if you go back empty-handed. I can't imagine anyone else was delusional enough to think I was gonna show up. But if you dally any longer, you really won't make it. You're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then... Right, I've gotta get going. Nach Luftschnapp. Seems like that nun's an expert in making people believe anything she wants. I thought I heard something. Who are you and why are you eavesdropping? Paimon hat gerade irgendwie gesagt, that nun is expert, ne? That nun's expert. Und ich habe gerade that nonsense expert verstanden. Ja, aber der Nonsense-Experte bin immer noch ich. We better watch out. She seems like a dangerous villain. Or a trickster at best. Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. You're an eavesdropping pixie from who knows where. And you think I'm the trickster? Wait, she heard that? Paimon was whispering so quietly. Wann war Paimon jemals leise? And as for this outlander you seem to be following... Huh. So it's you. Ja, ich bin es, der Ehrenritter. The honorary knight that saved us from storm terror. Well then, given your status, I won't press you on your reasons for eavesdropping. Otherwise, depending on your answer, I could have arrested you on the spot. What? Do the nuns of Mondstadt have the authority to arrest people now? We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? Why shouldn't sisters have a sense of justice? Beantwortet sich das nicht von selbst, weil sie im Namen von einer Religion handeln und Religionen sind immer...
manipulative Systeme, die die Hoffnungen und den Glauben der Menschen ausnutzen, um einen eigenen Vorteil draus zu ziehen. That doesn't sound right. But Paimon can't think of a good comeback. Let's talk about you. What are you doing in the mountains? Wir sind auf der Suche nach Albedo. If it's him you're after, I made a point of noting his tracks. Many people have made their way up after the snowstorm. Let's hope they're still there. So, are you also looking for him? No, this is just a professional habit of mine. I sensed elemental traces in these tracks. Never hurts to be vigilant. Ist Rosaria auch irgendwann mal ein spielbarer Charakter oder so? Weil sie sieht halt so... so charaktermäßig aus. Wisst ihr, was ich meine? Es gab schon ganz viele NPCs, die sahen einfach so mega unwichtig aus. Also so unwichtig, wie sie auch waren. Und sie hat sieht so besonders aus. Als ob sie auch irgendwann mal ein spielbarer Charakter oder ein Bossgegner sein könnte. Du bist eine ziemlich eigenartige Ordensschwester, genau. Ich weiß nicht, was du denkst. Komm schon, dann. Ich möchte sehen, was er jetzt macht. Rosaria said there were elemental traces in the tracks. They should show up pretty clearly with elemental sight. Ich wollte nur noch mal betonen, ihr Outfit betont ganz schön ihre Diddies. Ein sehr bubbetontes Outfit hat sie da an. Die Rosaria. Wo soll ich hin? Ach, hier, ja. Benutze deinen Elementarblick. Ah, okay. Ich sehe nur, da ist, ich sehe, da ist irgendwas. Okay. Fußspuren. You know, little Pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. Weil du immer ein Criminal bist. Jedes Mal, wenn es um irgendeinen Schatz geht, bist du die erste Paimon, die diesen Schatz haben will. Und am Ende behauptet dann, ja nee, ich wollte ja nur die Wahrheit darüber erfahren und ihn beschützen, den Schatz. Warum sind die jetzt alle hier auf einmal? Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt rede, versteht mich eh keine Sau, weil das gerade laut ist. Zumindest auf meinen Ohren ist es arschenlaut. Der ist schon mal weg. Muss ich den mal auf den Boden hauen? Nur noch er. Und er läuft gegen den Baum. Wenn der einmal in eine Richtung schießt, schießt er auch all seine anderen Schüsse in diese Richtung. Das ist keine schlaue Strategie von ihm. Du sollst da nicht hochklettern. Das ist keine schlaue Strategie von dir. Sich in der Nähe von einem Felsen aufzuhalten, ist allerdings schon eine gute Strategie von ihm. Aber gleich ist er auch kaputt. War's das? Danke. Jetzt muss ich schnell irgendwo hin, wo es warm ist. Wo ist mein Charakter? Hilfe! Da, okay. Ich wollte gerade sagen, nicht unsichtbar werden, bitte. Ah, schön, ein wärmendes Plätzchen. Ich wollte ja eigentlich an denen vorbeigehen, ne? Aber die wollten es nicht anders. Die wollten ja auf den Arsch kriegen. Da lang. Passte schon. Hier, okay. It's getting colder and colder. Rosaria, aren't you freezing? Me? I'm all right. I got used to operating in adverse conditions a long time ago.
like there's more to being a nun in the Favonius Church than Paimon realized. Das ist auch, glaube ich, warm hier. Der Permafrostbaum. Ich finde es übrigens, dass das neue Banner hat erhöhte Chancen, dass man Diona zieht als 4-Sterne-Charakter. Und ich habe direkt beim ersten Mal ziehen sie tatsächlich auch gezogen. Das ist schön. Das ist eine von den Charaktern, die ich unbedingt haben wollte. Ich meine, das ist ein Catgirl. Das muss ich haben. So, die Fußspuren waren aber in die andere Richtung. Da, okay. Die hast du schon länger. Ja, ich hab sie halt nicht gekriegt. Is that Albedo? Why would he hang around a place like this? The word on the street is he loves sketching. He'll hang around anywhere for a good landscape. The views and scenery here are pretty good. Sketches everywhere you look. But can't he see those hilly churros? Isn't he in danger? Looks like we startled them. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich ihm sein schönes Zeichenmotiv kaputt gemacht dadurch. Beziehungsweise eigentlich war es Paimon. Weil Paimon wieder so laut geredet hat. Eigentlich ist Paimon immer an allem schuld. Forth, my play. Submit for judgment. Goba ist halt so, das hat fast gar keinen Cooldown, den zu benutzen. Who are you? Why did you alarm them? Das musst du Paimon fragen. Thank the gods I'd already completed my sketch. Would have been a shame to leave these particular hilly trails unfinished. Ich dachte, du hättest eine Landschaft festgehalten. Nein. What's up with sketching hilly trails? What makes them so interesting? I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my sketch, it may give you a clue. Was meinst du? Was wolltest du auch gerade sagen? Dass Paimon an allem schuld ist? Äußerst künstlerisch? Wow! Look at the detail! Some of it seems to have been done in a hurry. You can find these hilly trails anywhere. Quite boring, in fact. Not worth closer inspection. But take a look at this specimen. The build, the coat, and there's a distinct force at work here. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work. Evolution, the transition from nothing into existence, from the known to the Hold your horses. Something tells me we're in for a thesis and I haven't got the stamina. We found your man. I'm headed back. Mm-hmm. What? Don't you have any questions for him? Hey! Wieso ist sie noch gleich mitgekommen? Ich meine, sie hat gar nichts gemacht jetzt. Was war nochmal ihr Grund mitzukommen? So Sister Rosaria brought you. Surprising. And I didn't have time to thank her. But back to the point. From her words, it seems that you were looking for me? Mm-hmm. We met a girl in Mondstadt, Sucrose. She said you were stuck with your research. I see. So Sucrose sent you here. Then, if I'm not mistaken, you must be the honorary knight. You've got the whole of Mondstadt talking. I've heard a bit of everything. Your actions during Storm Terror's attack, your elemental control, and quite a few other mysterious things. I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came from afar. From another world, correct? Das stimmt.
Ich muss sagen, ich habe mal heute diesen Testlauf gemacht von diesem neuen 5-Sterne-Charakter. Von dem gerade das Banner auch ist. Ich muss sagen, den finde ich gameplay-technisch richtig geil. Also ich fand den super geil zu spielen. Excellent. If I could procure your assistance, I think my research would benefit enormously. Deine Forschung? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade richtig verstanden habe. Welche Forschung? Forgive me. This must be confusing. Where should I begin? The essence of life? Whoa. You want to start with that? You're right. Giving a demonstration would be better than trying to explain. For example, awakening life. Breathing new life into fallen leaves. You can do that? Alchemie ist wirklich nützlich. However, I have a particular seed in my possession. The method I'm talking about has produced no results. It's like you, in that it hails from another world. Helping it to grow, to bloom. That's the problem my research is up against. That's where I need your assistance. Well, if you're struggling to figure it out, Paimon's not sure we're gonna be much assistance. I beg to differ. I'm unable to comprehend the intricacies of life outside of the known world. But you're not from the known world. By observing and researching you, I may just be able to find a way to get the seed to sprout. Das heißt also, ich wäre ein Versuchskaninchen. Shall we just get out of here? This sounds a little freaky. Du kannst Paimon gerne haben. Was springt dabei raus? Knowledge and the answer to the question you are seeking. It happens to be an answer that I can provide. How does that sound? Ich möchte aber Urgestein haben. Time for a change of surroundings. We should be going. There's research to do. Ich muss gerade mal gucken. Wenn die Cutscene vorbei ist, sie beobachtet uns immer noch. Und sie meinte eben, wir hätten sie belauscht. Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mondstadt? So. Man bekommt dafür gar kein Urgestein. Schade. Schade, für diese Quest bekommt man kein Urgestein. Wo soll ich jetzt hingehen? Geh wohin? Was da? Jetzt steht auch da gar nicht mehr. Hat er die etwa. Du sollst das weiterhin verfolgen. Gehe zum Prüfungsort. Okay. Was ist, wenn man auf dem Gipfel festsitzt und nichts mehr zu essen hat? Das ist eine sehr gute Frage. Die Lampe bringt leider nichts. Keine Wärme, aber hier diese Seelien, die strahlen Wärme aus. Ich weiß nicht mal, wie ich auf den Gipfel komme, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier ist so ein... Ist hier irgendwo dann auch so ein roter Stein noch, wenn ich schon mal hier bin? So ein... Wie nennen sie sich? Glutroter... Da hinten ist einer. Achso, da brauche ich dann Paimon. Das... Ja gut. Dann brauche ich Emergency Food. Aber... Ich habe genug zu essen. Und es ist jetzt auch nicht so schwer, sich was zu essen herzustellen. Also... So dringend würde ich Paimon nicht benötigen. After the seed sprouts, will it grow into anything? I don't know. But I feel the importance will lie in the method, not the endpoint. Using alchemy to awaken otherworldly life into that would constitute a big leap in my understanding of the essence of life. After awakening, even creation may be possible. Still a little difficult to understand?
Nee, das ist es nicht. Paimon hat nur ein sehr kleines Gehirn. No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was you were saying? Ich muss sagen, dass mich die Musik, die hier spielt, übelst an die Elder Scrolls-Spiele erinnert. Das klingt wie so eine Musik, die auch in Skyrim laufen könnte. Anscheinend hast du das noch nie, doch nicht verstanden. Well, if it turns out to be a delicious fruit, dinner's on me. Yay! Paimon's holding you to it. Du weißt auf jeden Fall, wie man Paimon für eine Sache gewinnt, ja. Well, Hauptsache Essen. Occasionally have to look after a child. Another lengthy explanation, I'm afraid. I suppose it's one of the few non-alchemy related disciplines I'm any good at. The subject of my first research was the elements. In this world, manipulating the elements requires a vision. Though I can't see anything resembling one on your person. How you're able to freely manipulate elemental power is something I'd like to ascertain. I've got a few questions in that regard. Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Things of that nature. Warum einen vierten Magen? Heißt das, du hast drei und ist es normal für Leute in dieser Welt, drei Mägen zu haben? Nicht, dass ich wüsste. Fascinating. And this floating child is connected to your body in some way. Schön, dass du sie als fliegendes Kind bezeichnest, weil was anderes ist sie auch nicht. What a stupid question. Can't you see the gap between us? And another thing, it's Paimon, not floating child. I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Ich hab Paimon mit einer Angel eingeholt, also eigentlich ist sie ein Fisch. Oh, that rules out that possibility. I wonder, did Paimon guide the elemental power to you? But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick, or cause the waterfall south of Springfield to flow backwards. Ich finde Paimons gequälten Blick gerade richtig toll. Ja, ich frag mich auch schon, ob er einen Spitznamen kriegen wird. Und wenn, welcher ist es? No, that definitely can't be it. Hey, how would you know anyway? In that case, it would appear that there's no obvious difference between the composition of your body and that of the humans in this world. Abgesehen davon, dass du offenbar drei Mägen hast. Given that there's clearly a discrepancy in the research, it seems that only experimentation will yield the answers. Firstly, this mysterious elemental power. I'd like to examine exactly how it manifests externally. Let me lure a few slimes to the area. Perhaps you'd be able to defeat them, using whatever method comes most naturally to you. Huh? Doesn't seem very sciencey. Direct and clear observation are imperative to a good experiment. This is just a simple exercise. Naturally, if you require a greater challenge, we could bring in six Oceanids. Slimes! Slimes are fine! Okeaniden? Hier, wo kein Wasser ist, halte ich irgendwie für machbar, oder? Ich meine, alles, was die hier, was eine Okeanide zu bieten hat, ist Wasser. Und würde eine Okeanide hier nicht sofort einfrieren? Ich verstehe das nicht. Das Ganze klingt ziemlich ungemütlich. Solange ich nicht von Hydrophantome zu Brei geschlagen werde. Wie gesagt, ich begebe mich nicht auf das Niveau, habe falsche Grammatik zu sprechen. Prepare yourself. The slimes will be here any moment. So, fangen wir mal damit an. Dann hauen wir den drauf und anschließend kann ich mit Chongyun weiter drauf kloppen. Guck mal, der Honorary Knight, der Ehrenritter, kämpft gerade gar nicht. Ich frage mich, wie Albedo jetzt überprüfen will,
wie gut wir das machen, beziehungsweise wie unser Körper funktioniert. Es ging ja eigentlich darum zu untersuchen, wie der Hauptcharakter hier an dieser Stelle kämpft. Aber das beobachtet er ja jetzt gar nicht. Weil wir mit dem Hauptcharakter gar nicht kämpfen, den habe ich aus meiner Gruppe geschmissen, sobald es möglich war. Ich muss sagen, dass auch... Was kann ich da... Macht das extra Schaden gegen die? Ja. Okay. Ah, noch mehr. Ich muss sagen, dass Wind auch jetzt nicht unbedingt mein Lieblingselement ist. Okay, die Dinger zu benutzen, hier dieses tiefrote Quarz oder wie auch immer das heißt, bringt sogar tatsächlich Vorteile gegen diese Gegner. Great work. Did you feel anything out of the ordinary? Abgesehen von dem Quarz. If you're injured, I have a few emergency potions ready. Mir ist nur ein wenig kalt. Excellent. According to my observations, the manifestation of the external elemental flow is as expected. Elemental reactions are normal. There's nothing out of the ordinary. Now that we know that the external flow is manifesting normally, let's test the internal flow. Internal flow? How do you test that? It's very simple. I can use alchemy to create a potion that will extract elemental power. If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion may elicit an elemental reaction. Wird sich das in meinem Magen kristallisieren? Sounds kinda terrifying. Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary queasiness. No bodily injury. And in the abnormal course of events? Dann platzt du. If anything unexpected occurs, I've made the necessary preparations. Try not to worry. Das beruhigt mich sonderlich. Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking your elemental flow, we'll be able to locate it with this test. Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, that's a bad sign. Yes, that's an excellent way to think about it. Before we get started, the potion we'll use for the test is missing a catalyst. We'll need to find it. It's a type of ore known as star silver, but unfortunately not all of it is suitable. I'll take you to my campsite. We can gather some star silver ore on the way. I'll point out any likely contenders. All going to plan, we should be able to begin concocting the potion when we get to the campsite. Paimon's okay. Still got a few safety concerns, but it seems like there's a silver lining. Let's keep our eyes open. Silver lining, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir jetzt nach Sternensilber suchen. Hier, soll hier jetzt Sternsilber sein? Ist damit das hier gemeint? From whence you came? Gruber hat leider nicht das Ding wie erhofft angespuckt. Du wirfst mich damit jetzt nicht ab. A touch of frost. Submit for judgment. So, stellen wir nochmal Gruber hier ab. Habe ich hier jetzt Sternsilber? Ja, Stern. Should do for catalyst purposes. Oh, es wird, ich muss gerade hier hin, es wird gerade ein bisschen kalt. Paimon. Usable with a bit of polish.
Paimon, ich warte immer noch darauf, dass du hier Spitznamen vergibst. Das war's, oder? This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. Das Sternensilber. Ja, aber Soul Silver und Hard Gold gab's schon. Das waren ja die Remakes. Ich glaube nicht, dass es davon nochmal eins geben wird. Aber das können sie dann Sternensilber nennen und Sonnengold oder was weiß ich. This is my campsite. I've added the materials we collected to the concoction. Und while we are waiting, have a look over here. Und wer ist dieser unwichtige NPC, der da steht? Hallo Eternal Darkness. My assistant Timaeus here is helping me with my research. Ach ja. I'm guessing you may have met in Mondstadt already. Ja, okay, das ist Timaeus. Ja, ich mache gerade die Albedo-Quest. Alles, was nicht Story ist, mache ich halt nicht im Stream. Das mache ich off-Stream. Hello! I've just gotten hold of the data from your experiment. The report is already up on the board there. Wow! Look at all the data! You got all these results from one slime battle? I wouldn't call them results, inferences, and a few daring guesses, perhaps. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Was meinst du mit Abo-Zocken? Ich hätte gewettet, dass selbst Paimon und ich näher miteinander verwandt sind. Nee. Consider. You don't have a vision, but you can manipulate elemental energy. The slimes don't have visions either, yet they too are able to manipulate the elements. Following this line of thought, I'm sure we'll be able to establish a basis in fact. Not bad for a point of entry, but strictly speaking, slimes are elemental life forms. In other words, beings consisting entirely of the elements. A cryoregis vine, or even a whopper flower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between plants and animals, you might have to trace back to the world's origins. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht mit Zuschauern zusammen. Sowas Sphären bzw. Weltbosse zu machen. Bzw. nicht Weltbosse, nur die Eliten. In that sense, things might get difficult, don't you think? Yes, sir. That sounds correct. After all, we've got our primary data already. This traveler is a visitor from another world. If it turned out that he did have a phylogenetic relationship with this world... Now that really would be something, wouldn't it? Ah, it would. Apologies. I was so excited to get the data. I'll slow down a bit next time. Dindeutig. Dindeutig klingt nicht wie ein Wort. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis here for the time being. If you're keen for an update, just come and find me. Great, I'll leave you to it. Das klang ja sehr begeistert. Great. Looks like the potion's ready. I'll try a little first. If all goes well, I'll hand it over to you. In line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times. And breathe deeply if you feel unwell. Okay. Muss ich den jetzt aus dem Inventar extra benutzen? Da ist er das. Ja, experimenteller Trank. Anwenden. Sprich mit Albedo. Tasty? You've got a funny look on your face. Ich möchte mal sehen, wie du was davon trinkst. You said you tried some already. You sure it was ready? What happened to him?
Eigentlich möchte ich nur, dass ich nicht immer die ganze Arbeit mache, sondern Paimon auch mal irgendwas machen muss. Hm? Oh, this was the result I was expecting. And a very positive one at that. This potion channels elemental power into the body. Under normal circumstances, a repelling reaction is to be expected. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. Once the flow is complete, there won't be any other effects. So you knew you'd be sick and still drink some? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Weil du dir um das Testobjekt Sorgen machst? But of course. You're my assistant. By all sense and reason, it would be wrong of me to place that risk onto you. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is concerned, you're no different from anyone else in this world. Nothing peculiar. Aw, Paimon wanted something cooler to happen. Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency to be of the undesirable variety. Das war jetzt aber verdächtig spezifisch. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference, and everyone understands you. People are the same, they can understand, empathize, encourage, and support one another. When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their experience because you are them. But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we take for granted. The essence of their life is fundamentally different. For example, a human can't understand the life of a pyroregisfine or an eye of the storm. Have I explained it clearly enough? Klingt immer noch verdächtig spezifisch. Ich glaube, ich begreife. To sum up, this has been a positive outcome. Going forward, you can use your elemental power without fear. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you could see to collating them. Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Oh, having you down as an animal wasn't very precise of me. But starting with the premise of an elemental life form? Now that was... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. Hm. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the Knights? He's starting to sound like a suck-up. What Paimon meant to say was, that's the spirit! Mr. Albedo, say something! Hmm. Before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. Ja, Timaeus war auch einer der Drachen aus Yu-Gi-Oh! Wie hießen sie nochmal? Kritzias, Timaeus und... Ich glaube Harmon, ne? Ne, ne... Hermos! Kritzias, Timaeus und Hermos, ja. Die gab's ja auch als Karten dann. Beziehungsweise nicht die Drachen selbst, sondern es gab Zauberkarten, die die Drachen repräsentieren. Und irgendwelche Ritter, die für die Drachen dann stehen und so. Und man konnte mit der Kralle des Kritzias und Spiegelkraft den Spiegelkraftdrachen beschwören. Ja, das weiß ich. Den hab ich sogar. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Auftrag abgeschlossen. Zweite Experiment. Welt. Beobachte die Anlagen im Lager. In welchem Lager? Oder hat er da... Doch, der hat es... Tisch betrachten. Das sieht wie ein Alchemie-Arbeitstisch aus. Hier sind einige Tränke und andere Apparate ausgelegt. Benutzt Albedo diese, um die Welt zu erforschen? Das tut doch nicht weh, das anzufassen. Oder doch?
Na, gleich fliegen wir in die Luft. Okay, ich soll mich hier einfach nur umgucken. Ich hätte auch generell irgendwie mal wieder Lust, einfach so just for fun Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Wenn denn, wenn ich denn jemanden hätte, der das mit mir spielt. Tafel betrachten. Eine Tafel, auf der einige unverständliche Versuchsberichte kleben. Trotzdem merkst du, dass bei diesen Experimenten Fortschritte gemacht wurden. Und ich mag die neuen Regeln. Also ich spiele lieber gerne noch nach den alten Regeln. Das, ne? Ich mag... Ich sag's mal so, die... Ich mochte die Pendelbeschwörung und was danach passiert, ist irgendwie nicht so wirklich. Ein Regal voller Bücher und Tränke. Es sieht aus, als hätte der Besitzer die Angewohnheit, gleichzeitig zu lesen und Tränke zu erforschen. Hier kommt Albedo. Let's go see him. Also soll ich jetzt mit ihm reden? I'm back. Did you see anything interesting? Ich habe keine Ahnung, wozu das alles gut ist. Not to worry. They're all for alchemical purposes. You'd be hard-pressed to find an everyday use for them. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Teyvat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so. Or even everyone. So, leaving elements to one side. Do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. Muss ich wieder gegen Schleime kämpfen? No, no. You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Okay. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. Ach, das klingt viel einfacher. Paimon, probier du mal. You think Paimon knows how to do that stuff? Nein. That was your best effort? Glaube ich nicht. Hmm. Dass Paimon das Can't kann. Be helped, I suppose. Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. Bist du sicher, dass du nicht gerade nur ein wenig hungrig bist? I suppose I have a curiosity for things that others find surprising. Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Paimon bits, you're just hungry. Seit wann beschwerst du dich eigentlich über Essen, Paimon? Du bist doch die, die immer essen will. That does sound yummy, though. Okay, Paimon approves. Ich spare eine Flosse oder zwei für dich auf. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Good buddies are always on the same page. I'll leave you to it then. Looking forward to the results. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last morsels. Paimon doesn't think we'll have that problem. How are we gonna channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Where does he get these ideas from anyway? Let's just do it the old-fashioned way. Butterbratling, okay. Butterbratling. Erstmal lernen. So, wo steht der jetzt? Butterbratling, da. Ach, guck mal, ich habe dafür alles da. Zubereiten. Figur wählen. Gibt's irgendwas? Ja, hier, guck mal, dann macht das Noel. Manuell zubereiten. Anspruchsvoll, dieses Kochen. Und guck mal, es hat sogar direkt geklappt, damit zwei herzustellen. Hier, Albedo, ich habe zwei davon gemacht. That was fast. Looking forward to tasting, I mean, testing the results. Du hast wirklich einfach nur Hunger.
Ja, wähl das. Und abliefern. So. Hmm. An average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Ich weiß nicht, ob gut kochen dafür spricht, dass man sich mit Gastronomie auskennt. Ich glaube, Gastronomie ist noch viel mehr als einfach nur zu kochen. Da steckt ja das ganze Business-Denken und sowas auch mit drin. Du musst ja auch Preise kalkulieren und sowas alles und den Laden am Laufen halten. Das ist Gastronomie, nicht einfach nur kochen, oder? Unless. Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. Ich glaube, Paimon hat einen neuen besten Freund. Dann kriegt er wohl keinen Spitznamen, oder? I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Weil Paimon gibt ja immer nur den Leuten, die sie nicht leiden kann, böse Spitznamen. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Hey, you were being nice a second ago. But you do have tasty recipes, so Paimon forgives you. And you're right, we are good friends. You have good friends too, right? Good students? Yes, I'm fortunate too, I suppose. Anyway, moving on to the next experiments. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge at the best of times. A while ago, I had the misfortune of misplacing a batch. I managed to retrieve the majority, but two vials have been evading me. Animal crystal fly elemental extract and electrohypostasis powder. Paimon's barely finished eating and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. Though finding them would save me the hassle. Mir kommt so vor, als ob irgendwie diese gesamte Quest eine gigantische Fetch-Quest ist. Aber es ist immer noch nicht schlimmer als der Pastor. If you had, say, a superpower, like night vision or vibratory sensing, a lost property would be a thing of the past. I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Die Gegenstände sollten Spuren von Elementen aufweisen. Oh, yeah, you could use elemental sight. So. Genau hier. Hier ist es. Das leuchtet. Da leuchtet was im Regal. Elektrospur. This must be electrohypostasis powder. Und da leuchtet auch was. Animospur. Ja, genau den Pastor meine ich. Den schlägt so schnell auch nichts mehr. Ich hasse den Mistkerl, den Pastor aus Deadly Premonition 2. Ich habe das Gefühl, ein Drittel des Spiels bestand nur aus der Fetch-Quest für diesen Pastor. Goodness, you managed to find them. Incredible. A thousand thanks. I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the mountains, correct? Yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though elemental sight is seldom seen, it is not unheard of in Teyvat. Only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean, we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment.
glaub mir, wie nützlich die Trommel war, ist damit eingeflossen in mein Urteil über diesen Pastor. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. Our research on your identity as one of us is just beginning. Immerhin war die Trommel ja so nützlich, dass sie irgendwann noch da im Hintergrund rumlag. bis zum bitteren Ende. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capabilities. Let's start with physical. Looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? Nein. And if you jump from here and landed on that cliff, the one over there, could you see her then? Nein. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then could you see her? Nein. Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a more thorough understanding with an experiment. I know of a location that will be perfect for a physical test. Please, follow me. Nein. Okay, doch. Wo will er hin? Dem Weg weiter folgen, nach da oben. Da will er hin. Was will er denn da? Hup. Das glitzert so schön hier, ne? Sieht richtig funkelig glitzernd aus. Ob das der Schnee ist oder hat da vielleicht ein Einhorn hingekackt? Man weiß es nicht. Ach, guck mal, wenigstens finde ich noch einen blutroten Achat auf dem Weg. Wir haben ja einen Gleiter. Not necessarily. Not if you know of a better method, that is. Das beruhigt mich nicht. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. The opposite side of the lake. So, we're gonna be swimming? Oder wir gleiten. Without limitations, we complete tasks intuitively. Using the method that seems most rational to us. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather refreshing. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Okay. Then if you would, please, I eagerly await the results. Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? Wir müssen doch gar nicht schwimmen. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh. Forget Paimon said anything. Mal diese Windstürme. Okay, jetzt müssen wir vielleicht doch schwimmen, aber wir können auch einfach außen rum gehen, statt zu schwimmen. Das war's. Ach da, er steht schon hier. Wie bist denn du jetzt so schnell hier hingekommen? Great work. I've never seen a performance quite like it. Your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily outperforming the average citizen in Mondstadt. But you followed us the whole way without breaking a sweat! Me? Actually, I used alchemy to cheat a little. But anyway, if it turns out that the natural laws of Teyvat do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you belong to. If the natural laws of Teyvat do affect you, then I shall be able to make inferences into the kind of evolution that would occur under the absence of such effects. The innumerable possibilities that this could present, the captivating insights, it would be something to savor again and again. But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back.
When we return to the campsite, I should be able to show you something interesting. Was hast du noch so gründlich erforscht? To make some analogies between you and a few unusual specimens. I hope you won't be offended. Gold, petrified trees, a sun 8 times the size of our own. The essence of the investigative process is enthralling, but such feelings are inevitably fleeting in nature. I'm willing to pour all my energy into research, and yet specimens are finite. As the unknown transitions into the realm of scientific understanding, the feeling of enlightenment is lost. All these things that start out as objects of fascination end up possessing the prosaic mundanity of a sunseria or a sweet flower. They cease to be noteworthy. Oh, so that's why you wanted to sketch those hilly trails? Because you got to see something new and interesting in the differences between them? Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are, for the most part, quite boring, not worth closer inspection. There is precious little about them that serves to pique my curiosity now. Ja, aber for the most part heißt nicht alles. So after all these experiments, are we gonna be like boring to you, like sketches? Ja. Of course not. You have been of great assistance to me, and I will remember this friendship for a lifetime. Now, before we head back to the campsite, there's one more experiment. Intelligence. Die hab ich nicht. Ich sag's gerade heraus, die hab ich nicht. Teste nicht meine Intelligenz. Follow me. There are some other ruins nearby. I imagine you must have encountered more than a few conundrums during your travels. Ja. I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities, much as we did for the physical test. Wird ein schriftlicher Test nicht reichen? I'd like you to explore these ruins and return with your findings. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruins. After completion, you should be able to activate the mechanism in the center. As with the physical test, there are no restrictions. Everything you do is an action I wish to observe. Remember that this is a test of intellect. So should you get lucky in any way, that won't be factored in as part of the test. Okay. So, let's see you in action. Start wherever you like. Dann fange ich mal an, jetzt mich zu blamieren. Wahrscheinlich gehe ich jetzt schon in eine falsche Richtung. Ja, tue ich. Guck, da fängt schon an mit der Blamage. It's a complex environment, so proceed with caution. Ich verstehe jetzt schon nicht, was ich hier machen soll. Normalerweise kann man die Dinger einfach aktivieren. Achso, hier ist eine Selie. Das ist ja im Prinzip so wie... Das ist im Prinzip so wie dieser andere Test, wo man auch eine Selie verbrauchte. Ich hol mal gerade hier den Selie. Wo ist er jetzt hin? Da ist auch noch einer. Vielleicht fehlt die einfach noch für das Rätsel da drüben. Hallo Niklas. Ja. Dann ist das Rätsel, glaube ich, auch gar nicht mehr so schwierig. Ja. Okay. Jetzt muss ich hier nur noch die Serien finden. Ich dachte schon, ich blamier mich jetzt. Upp. Wo ist denn die Seele jetzt hingeflogen? Das ist immer da drüben, okay. Ich verliere die immer aus den Augen. Die andere sehe ich schon da drüben. Ach, was habe ich eine Lust, da hinterher zu flitzen. Willst du bitte los? Den weghauen.
Dann noch den da weghauen. Ich sollte nicht seine Dingsfähigkeit benutzen, weil dann wären alle Attacken zu Eis und das ist gegen die Gegner absolut doof, wenn seine Attacken alle Eis sind, weil dann ist ja alles, was er macht, gegen die wirkungslos. Ich gehe mal hier nach ganz oben. Ich habe da auch noch so einen Achat gesehen. Dann sammle ich den auch direkt mit ein. Zack. Und jetzt fliege ich da mal rüber. Ich lande im Wasser, oder? Ich lande im Wasser. Ich will nicht im Wasser landen, komm. Halt dich fest, genau. Willst du mich verarschen? Kann ich hier hochklettern? Ich sauf ab. Ich sauf ab! Oh Gott, nein, ich lebe. Jetzt geh da doch hoch! Mensch! Ich kann da nicht hoch. Ich muss erstmal wieder was zum Aufwärmen finden, sonst sterbe ich hier. Erstmal ins Feuer steigen und dich anzünden. Super, das war eine ganz tolle Idee von dir. Ich glaube, ich muss von hier aus drauf, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wieso hält er sich nicht weiter oben fest? Ich will doch einfach nur da drauf. Ich glaube, ich muss wirklich von hier oben darüber. Diesmal schaffe ich es auch. Bitte, ich wollte gerade sagen, bitte flieg nicht auf den höheren, da komme ich nämlich nicht drauf. Flieg einfach. Musste der jetzt noch kommen? So, jetzt lass den da einfach ertrinken, bitte. Wo ist die Seele jetzt hin? Jetzt ist die hier wahrscheinlich oben drauf gegangen, weil die nicht direkt dahin fliegen können, wo sie hin müssen, sondern immer so einen übelsten Umweg nehmen müssen. Wo ist die? Hier. Jetzt ist das auch gelöst, oder? It should now be possible to activate the central mechanism. Ja, mach ich. Exactly what will happen when you do is something I'm looking forward to finding out. Oh, seems that the water level has suddenly. What's this? Hauptsache, der Magier greift mich nicht mehr an. Das sind unbekannte Zeichen. To the best of my knowledge, these belong to a script of some kind. They can be found all over Teyvat, but they've never given up their secrets. There's still a lot to learn about them. And as for why they should ever have come to rest here, a true mystery. Let me make a copy first. I'll make time to go over them in greater detail after our research. Another thing for the don't understand list. Unsolvable mystery this, weird experiment that. It'd be nice to get some cool results for once. Seems like if you want the reward, you gotta pay the price. Beschwer dich mal nicht. Du hast schon was zu essen gekriegt als Result. I've truly gained a lot from all this.
comparatively. The little reward I can offer is too small to mention. Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. Ich gehe mal davon aus, dass ich bestanden habe. Paimon's kind of looking forward to seeing the results of all this brain ache. Unless you can think of anything better to do, let's head back to the campsite. Not so fast. You're not leaving until I'm convinced that nothing dangerous is going on here. Du schon wieder. Dabei sieht sie viel böser aus als wir. Ich frag mich gerade, was genau dieser Intelligenztest jetzt genau mit Intelligenz zu tun hatte. Es war mehr ein Geschicklichkeitstest. Wenn überhaupt. You didn't leave the mountain? I most certainly did not. And I've witnessed everything that you and Albedo have been up to. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling sounding hypothesis and friendly demeanor. Was meinst du damit? Taking orders from a complete stranger, drinking anonymous potions, participating in all kinds of strange experiments? Ja, das ist tatsächlich dumm. I'd sooner believe you were tricked than that you would be so naive. Or perhaps you were colluding from the beginning. Listen, sister, your guard's so high you can't even see over the top of it. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich habe ihm nur bei der Forschung geholfen. Und es ging mir darum, Geld zu verdienen. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I understand him a little better than you, Outlander. I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy has transformed you into something more sinister. Ist das gerade so ein Kirche gegen Wissenschaft Ding? No way! Paimon would have sensed it! And anyway, he didn't even use any alchemy! With an alchemist of his level, you wouldn't sense a thing. In any case, I'm not about to let a potential threat back into Mondstadt. So, what are you gonna do? Du bist hergekommen, um dich zu versichern. Dann tu, was du tun musst. I've gotta hand it to you. You have your moments. If I can be sure that nothing you came into contact with is dangerous, that's good enough for me. I've investigated everything else. The only items left on the agenda are these symbols. Ich finde immer noch, dass ihr Outfit sehr boob-betont ist. But we don't even know what they mean. That much is true. Not to mention, seems like there's nothing more to them. But for insurance purposes, I'd better make a copy. This is now a location of interest. Regular patrols should be set up here. Now then, all things considered, I deem that you pose no immediate threat. Which is what I was hoping. I would have been one very unhappy sister if you'd made me work overtime on your account. Overtime? Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions today. She's gone! So stubborn. Mondstadt doesn't have many people like that. Vielleicht ist sie nur sehr empfindlich. Huh. Never mind her. Let's go see Albedo! We should be able to see what's in the water now. Let's have a look. Wo ist er denn? Mal, konnte ich da gerade was mitmachen? Bild betrachten. Wie bei Albedos anderen Experimenten haben diese Symbole keinen Sinn. Hoffentlich wird er nach einigem Forschen mehr darüber herausfinden. Wo ist der Ausgang? Das ist das wahre Intelligenzrätsel, hier wieder rauszukommen. Ich hab's geschafft. Ich gehe gerade noch mal hier zu diesen Lampen hin, um mich etwas aufzuwärmen. Ach, der ist beim Lagerplatz. Da kann ich mich ja kurz hin teleportieren, das ist ja näher dran.
Ich lege keinen Wert darauf, zu Fuß dahin zu gehen. Schwupp, schwupp. You're back. Good timing. I've just about reached the conclusion. You took quite a while. Did you get held up on the way back? Kann man so sagen? Na, nicht wirklich. Time for the results. We got a myriad of data today. And it was very difficult to finish all the research in one go. But the integral preliminary conclusion that I can offer you is... You're very much like a human from this world. Das ist alles. You couldn't tell that just by looking? We spent all day working our butts off for that? Please, I understand that this may have seemed self-evident to you. But in fact, nothing in this world should be taken for granted. Have you ever considered that the world of Teyvat may have a natural hostility to Outlanders? Vielleicht. I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without consequence, and nothing seems amiss. But it's arguably a small miracle. The only other life form that, like you, has come here from afar is the seed that I mentioned. Under the effects of Teyvat's natural laws, it isn't even able to sprout, let alone bloom. But after I observed you, I had another idea. Imitating you helped to inspire my alchemy. And so... Whoa! It looks like something's appearing! The transition from nothing into something, from shoot to stem, and now to fruition. Is not nurturing otherworldly life also nurturing the world itself? Das war schnell vorbei, ja. It would seem that that's as far as we go. A transient bloom of incomparable beauty. Life's proudest achievement. Paimon thought, with all our efforts, it might have bloomed forever. And it didn't even have any fruit. Life is a manifold tapestry of free entities. Its value shouldn't derive from how long it stays with us. Even a momentary burst is precious. A short life can be well lived. A life lived efficiently, lived to perfection, is necessarily one unburdened by loneliness. So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Naja, ich bin noch nicht verweckt. Things feel a little heavy right now. Don't be sad. You've got Paimon to look after you. Albedo, Paimon really wants to be your friend. Thank you both. Even if dispelling loneliness is not essential for life, it certainly doesn't hurt. Your help inspired me to discover the means to make a flower bloom. I mean, in the future, if the need arises, can I solicit your help again? Natürlich, auch wenn du nur Gesellschaft brauchst. Nein, es waren nicht nur Internetprobleme, es war ein Bluescreen mal wieder. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann scheinbar einfach nicht streamen. Es bleibt mir auf ewig verwehrt. Es ist jedes Mal ein anderer Stopcode. Ich hasse es. Ich hasse Windows. Kann es nicht einfach mal so funktionieren, wie es soll? Well, glad I can count on you. I made a point throughout of telling him how ordinary the results were. But what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial? It should not have been there. What could it mean? Those born of earth are bound by its imperfections. But those born of chalk are free of impurities. You and I are alike. Both composed of a substance that has yet to be fully defined. If, one day... I lose control. Destroy Mondstadt. Destroy everything.
Can I rely on you to stop me? Mhm. Muss ich das jetzt wirklich nochmal angucken? Ich will die Sequenz nicht nochmal angucken. Jetzt gerade ist übrigens einfach das Spiel gecrashed. Das passiert bei keinem anderen Projekt. Das passiert immer nur, wenn ich Genshin Impact streame. Nur dann kriege ich Bluescreens. Das ist lächerlich. Gut, ich muss es nicht nochmal angucken, das war beendet jetzt, ne? Ja, es war beendet. Schön. Dann kann ich den Stream an dieser Stelle jetzt aber auch beenden. Echt? Okay. Aber du hast es kein Bluescreen, oder? Ich würde den Stream an dieser Stelle dann jetzt aber auch direkt beenden. Weil ich habe keinen Bock, dass da nochmal was abkackt jetzt. Ich wünschte, ich könnte einfach mal vernünftig streamen. Ich dachte, ich hatte ja die Hoffnung, dass es funktioniert, nachdem es ja eine Stunde ohne Probleme funktioniert hat. Aber nein. Wir sehen uns hoffentlich dann irgendwann mal wieder. Bis dann, Leute. Auf der PS4 crasht das? Okay. Naja, bis dann, Leute. Ciao.